Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie ganz herzlich aus unserer Mühlauer Stadtkirche. Noch einmal kommen wir auf diesem Weg auch zu Ihnen nach Hause. Wir feiern an diesem Sonntag, er trägt den Namen Trinitatis, den dreieinigen Gott, den unfassbaren Gott, der uns als Schöpfer, als Bruder und Herr und als Heiliger Geist begegnet. Verstehen und fassen kann man das eigentlich nicht. Aber wir können diesen unendlich großen Gott loben und ihn bitten, uns zu begegnen und zu berühren. Der Wochenspruch aus dem 2. Korintherbrief erklärt den unerklärlichen Gott auch nicht, aber er spricht uns seine Nähe zu. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gottes Gegenwart umfängt uns auf allen unseren Wegen. Er segne uns alle, die wir miteinander, wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten, diese Andacht feiern. Amen. Lasst uns beten mit Worten des Psalms dieses Tages. Es ist Psalm 113 und wir lesen ihn in der Übertragung von Peter Spangenberg. Es ist wunderbar. Wunderbar ist es, Gott zu loben. Wir wollen deine Knechte sein, lieber Gott, deine Mitarbeiter, Menschen, denen du deine Arbeit anvertraust. Von morgens bis abends und alle Zeit wollen wir dich loben. Du bist über uns und in uns. Du bist bei uns und um uns. Du stehst hinter uns und stehst uns bei. Keiner ist so wie du. Du umschließt alle Höhen und Tiefen. Du wendest dich den Kleinen zu und verleihst den Geschundenen neue Würde. Es ist wunderbar. Wunderbar ist es, dich zu loben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen. Das Evangelium dieses Sonntags steht bei Johannes im 3. Kapitel. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete: Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf Nikodemus zu ihm: Wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete: Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Worüber reden Sie in der Nacht und mit wem? Ich erinnere mich aus meiner Studienzeit an viele lange Küchengespräche in der Nacht. Über die Liebe und über die Welt und über das Studium und über den Sinn des Lebens. In Theologenkreisen durchaus auch über Gott und die Welt. Da habe ich viel gelernt, zuzuhören und zu argumentieren, an meiner Meinung festzuhalten oder sie zu überdenken. Oft war ich erleichtert, weil ich mein Herz ausschütten konnte. Manchmal habe ich auch einfach zugehört und habe gespürt, dass das Gegenüber froh war, eine Last loszuwerden. Lernen kann man bei solchen Gesprächen, Beziehungen festigen und Neues entdecken. Und sie machen Spaß, das sollte nicht unerwähnt bleiben. So häufig sind sie nicht mehr, aber es gibt sie noch gelegentlich. Häufiger allerdings bin ich nachts mit mir allein. Ich grüble, wie soll das werden? Wie soll ich das alles schaffen? Wie geht es mit meinen Kindern weiter? Sollte ich etwas ändern an meinem Leben? Aber was und wie?
Warum bin ich manchmal so niedergedrückt und ängstlich? Ich habe doch überhaupt keinen Grund dazu. Oder wie geht es mit ihm oder ihr weiter? Wird sie gesund? Schafft er es, aus seinen Problemen herauszufinden? Was soll aus der Kirche werden und was aus der Welt? Vielleicht kennen Sie manche solcher Gedanken auch oder es sind ganz andere, die Sie des Nachts bewegen. In der Dunkelheit gewinnen diese Gedanken dann auch manchmal eine Kraft, die es schwer macht, sie abzuschütteln und positiv auf alles zu blicken. Nikodemus geht zu Jesus, auch nachts. Nicht, weil er nicht schlafen kann, sondern weil er nicht unbedingt gesehen werden möchte. Ihn interessiert, wer Jesus ist, welche Hoffnung man auf ihn setzen kann. Aber er will nicht, dass das alle mitbekommen. Auch dafür eignet sich das Dunkel der Nacht. Und nun beginnt ein merkwürdiges Gespräch. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass hier zwei Leute konsequent aneinander vorbeireden. Nikodemus will klare Antworten. Und Jesus spricht Grundsätzliches aus, was Nikodemus nur schwer fassen kann. Jesus geht es um einen radikalen Neubeginn. Wer Gottes Reich sehen will, muss neu geboren werden. Dagegen wendet Nikodemus ein, dass das doch gar nicht geht. Wir können doch nicht in den Leib unserer Mutter zurückkehren, um dann noch einmal zur Welt zu kommen. Darum geht es Jesus auch gar nicht. Aus Wasser und Geist müssen wir neu geboren werden. Hier klingt die Taufe an, in der abgewaschen wird, was uns von Gott trennt und was das wird zerstört. Und wir bekommen Leben und seinen Geist geschenkt. Das ist unverfügbar, es ist kein Besitz. Wir können Gott nur immer wieder um seinen Geist bitten, der weht, wo er will. So könnte man die komplizierten Sätze, die Jesus hier sagt, vielleicht zusammenfassen und übersetzen, ohne damit ihrer ganzen Aussagekraft gerecht geworden zu sein. Ob Nikodemus das irgendwann verstanden hat? Es wird nicht berichtet, ob er jetzt zum Glauben kommt oder ob er widerspricht. Er verschwindet zunächst wieder ins Dunkel. Aber er kommt später noch einmal vor, etwa als Jesus zu Grabe getragen wird. In diesem Gespräch tauchen viele der Nachtgedanken auf, die mich gelegentlich umtreiben. Wo liegt Hoffnung für mich und die Welt? Wem kann ich mich anvertrauen? Ist es Jesus? Und dann, wie kann ich mich verändern, wegkommen von dem, was ich an mir nicht mag und was dem Miteinander schadet? Wie kann ich ohne Angst etwas Neues wagen? Wie kann ich mutig und entschlossen etwas in Angriff nehmen, auf die Gefahr hin, dass es nicht gelingt? Ich kann doch nicht aus meiner Haut. Ich bin nun mal eher zögerlich und oft ein bisschen ängstlich und nicht so beweglich. Vielleicht sollte ich es wie Nikodemus machen und mit Jesus reden. Im Gebet geht das ja. Und er ist sicher eine gute Adresse für beunruhigende Nachtgedanken. Und dann höre ich vielleicht mit Nikodemus: Doch, du kannst neu werden. Du kannst neu geboren werden. Du kannst aus deiner Haut. Ich helfe dir. In der Taufe hast du Gottes Geist geschenkt bekommen und du kannst jederzeit neu um diesen Geist bitten. Der wird dich deinen Wert erkennen lassen. Du bist ein liebenswertes Kind Gottes, selbst wenn du daran manchmal zweifeln solltest. Fehler und Schuld ändern daran nichts und sie können aus der Welt geschafft werden. Gott vergibt sie und er hilft dir mit seinem Geist, manches wieder in Ordnung zu bringen. Und du kannst Neues wagen. Gottes Geist macht mutig. Er erfüllt dich mit Liebe und lässt dich erkennen, was du tun kannst und solltest. Er füllt dich auch mit Hoffnung, lässt dich erkennen, dass die Welt in Gottes Hand ist und dass er sein Reich baut. Ich will es mir vornehmen, wenn mich wieder einmal die Nachtgedanken umtreiben, Sorgen und Ängste vielleicht, Mutlosigkeit und Zweifel, dann will ich nicht bei mir selber bleiben, will mich nicht im Kreis meiner Nachtgedanken drehen, sondern will mit Jesus ins Gespräch kommen und um Gottes Geist bitten, der mich dann hoffentlich ruhig einschlafen und am nächsten Morgen fröhlich und mutig und tatendurstig aufwachen lässt. Amen. Thank you.
Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Du dreieiniger Gott, du hast uns das Leben gegeben. Du willst unser Glück, du lässt uns aufatmen. Wir gehören zu dir, wir sind deine Geschöpfe. So bitten wir dich um Lebenskraft für deine Schöpfung. Wir bitten für die Kranken in unserer Nachbarschaft und in der Ferne. Wir bitten für die Trauernden, du kennst ihre Namen. Schöpfer Gott, wir bitten für die Erschöpften, erbarme dich. Wir gehören zu dir. Du rettest und bringst Frieden. So bitten wir dich um Versöhnung in deiner Schöpfung. Wir bitten für die, die einander feind sind, unter den Völkern, in unserer Gesellschaft, in unserer Mitte. Wir bitten für die, die nach Rettung schreien, in Gefängnissen, in Folterkellern, auf der Flucht. Erlöser Jesus Christus, wir bitten dich für die Friedlosen, erbarme dich. Wir gehören zu dir, du schenkst uns neuen Atem. So bitten wir dich um Hoffnung für deine Schöpfung. Wir bitten für die Suchenden, die Ratlosen und die Wütenden. Wir bitten für die, die enttäuscht sind von anderen Menschen, vom Glauben und der Kirche. Gott, Heiliger Geist, wir bitten für die Sehnsuchtsvollen, erbarme dich. Du dreieiniger Gott, schenke uns deinen Atem, deine Liebe und deinen Frieden, heute und alle Tage. Begleitet von deinem Geist rufen wir zu dir, Gott unser Vater, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir uns unter den Segen Gottes stellen, noch eine kurze Bemerkung. Aufgrund der Tatsache, dass wir uns inzwischen wieder etwas mutiger zusammenfinden können, werden wir in Zukunft darauf verzichten, jeden Sonntag eine Andacht aus unserer Kirche zu senden. Sie sind herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten jeden Sonntag um 9 Uhr. Sehen Sie ruhig auch auf unserem YouTube-Kanal nach. Wir werden uns bemühen, Ihnen gelegentlich eine Aufnahme aus einer anderen Kirche unseres Kirchspiels zur Verfügung zu stellen. Damit verbindet sich jetzt ein riesiges Dankeschön an alle, die diese Aufnahmen möglich gemacht haben. Vor allem an Familie Thomas für das Mitgestalten, Aufnehmen und die technische Bearbeitung. An alle, die Sie und mich sonst noch unterstützt haben. Und auch ein riesiges Dankeschön an Andreas Kamprad für die tolle Musik. Bleiben Sie alle behütet. Gott, du bist über uns und in uns. Du bist bei uns und um uns. Du stehst hinter uns und stehst uns bei. Keiner ist so wie du. Der dreieinige Gott gebe euch seinen Frieden. Der Schöpfer halte euch in seiner Hand. Jesus Christus schenke euch Freiheit. Der Heilige Geist bewege euch und erfülle euch mit Hoffnung und Liebe. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.